Ich habe Tag und Nacht trainiert. Ich hatte immer das Gefühl, das Leben ist was, in dem man kämpfen muss und gewinnen muss. Ich wollte mir einfach Respekt verschaffen, um einfach der Krasseste zu sein. Durch Jesus darf ich lernen, dass ich mit meinen Stärken und Schwächen leben darf und dass das in Ordnung ist. Und dadurch habe ich gemerkt, ich muss nicht mehr hart sein.